wäre, dann hätte ich Weltmeister werden müssen. Ja, ja, ja. Na gut, da war er so weit weg wie der von der Erde vom Mond. Aber vielleicht war es auch sarkastisch gemeint. Ja, man muss sich ja Ziele setzen. So. Gianni Damian. Auch eine schöne Fackel von vorne. Wenn er oben gerade durchkommt, dann geht es für ihn auch weit über 200 Meter für Gianni Damian. Jawohl, den hat er gepackt oben. Jetzt geht's dahin. Schau, wie hoch der noch. Hoch, ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Und steht ihn. Ja. Personal Best. Jetzt lassen sie es hier richtig laufen. Und unten. Da tobt der Bär. Gehen sie ab. Gehen sie richtig ab. Da tobt der Bär. Das ist Planitza. Das ist das Fliegen in Rheinkultur. Die Vorlage von Thomas Morgenstern. Und dann 220,5 Meter für ihn, für Gianni Damian. Richtig hoch hier, also da sieht man, welche Höhe man da hat, um dann an die 230 zu fliegen. Da spielt natürlich der Aufwind auch eine Rolle und setzt ihn dann gerade hin, nur um den zu stehen. Klar, probiert man keinen Telemark mehr, 220,5. Meine Statistik sagt aus, 214,5 war seine bisherige Bestleistung vor diesem Fliegen in Planitza. Ja, aus dem Jahre 2005. Genau. Ja, passt schon. Ja, ja, das stimmt. Deine Statistik. Was man nicht im Kopf hat, hat man im Rechner.